Hi, herzlich willkommen bei Yoga mit Nina. Ich bin Nina und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kümmern wir uns was ganz Essentielles, und zwar Sonnengruß A und Sonnengruß B. Die eignen sich besonders gut morgens nach dem Aufstehen, um so ein bisschen in die Gänge zu kommen, oder nach einem schweren Workout für eine kleine Cooldown-Routine oder auch zwischendurch, um dich ein bisschen durchzustretchen. Wir bauen die Sonnengröße progressiv auf, das heißt, wir fangen an zurück zu steigen und gehen dann irgendwann über in Sprünge. Wenn Springen nichts für dich ist, bleib einfach beim Steigen bzw. bei der Progression, die sich für dich gut anfühlt. Das Ganze dauert ca. 12 Minuten heute und du brauchst nichts weiter als eine bequeme Unterlage und Kleidung. Und dann würde ich sagen, los geht's! Komm an den Anfang deiner Matte. Richte dich ganz gerade auf, zieh deine Schultern nach hinten unten, kipp dein Becken nun ganz leicht nach hinten. Atme ein, heb deine Arme über den Kopf nach oben und atme aus, komm in die ganze Vorwärtsbeuge, gern noch mit gebeugten Beinen. Einatmen, heb die Brust, mach den Rücken lang, halbe Vorwärtsbeuge. Und aus, leg die Hände am Boden ab, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Einatmen hier und aus, senk kontrolliert über die Knie an den Boden ab. Einatmen, heb die Brust, zieh deine Schulterblätter nach hinten, unten, Mini-Cobra. Und aus, leg mit Länge ab. Atme ein, stell die Zehen auf, schieb dein Gesäß nach hinten. Und aus, komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Fang an, deine Fersen leicht auf und ab zu bewegen. Beug die Knie, kreier ganz viel Länge im Rücken. Probier mit deiner Brust richtig zwischen deinen Oberarmen Richtung Oberschenkel zu kommen. Genauso. Dann komm für einen kurzen Moment in einen ruhigen, herabschauenden Hund. Lass die Beine hier auch gern noch gebeugt. Dann atme ein, steig zunächst mit dem rechten und dann mit dem linken Fuß zwischen deine Hände, mach den Rücken lang, halbe Vorwärtsbeuge und aus, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, Hände über die Seite nach oben. Und aus, Hände vors Herz. Das war die erste Runde. Atme ein, heb deine Hände nach oben. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, heb deinen Blick und mach den Rücken lang, halbe Vorwärtsbeuge. Und aus, Hände am Boden, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Einatmen hier. Und aus, senk über die Knie an den Boden ab. Atme ein, heb die Brust ein Stückchen höher, kleine Kobra. Und aus, leg mit Länge ab. Einatmen, stell die Füße auf, verlagere dein Gewicht nach hinten. Und aus, komm in den herabschauenden Hund. Prima. Wir bleiben hier für 3 Atemzüge. Mit dem nächsten Einatmen steig zunächst mit dem linken, dann mit dem rechten Fuß zwischen deine Hände, mach den Rücken lang und aus, ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben und aus, Hände vors Herz. Atme ein, heb die Hände nach oben, mach dich groß, aus, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge und aus, steig oder spring zurück, Yoga-Liegestütz. Atme ein und aus, senk entweder über die Knie oder halb in deinen Chaturanga ab. Einatmen, komm in die Kobra und aus, in den herabschauenden Hund. Bleibe auch hier wieder für 3 Atemzüge. Denk dran, wenn dir irgendwas zu viel wird, bleib bei dem, was sich gut für dich anfühlt und woran du Spaß hast.
Bei deiner Praxis geht es immer nur um dich und um sonst nichts. Dann atme ein, steig oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang und aus, ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben und aus, Hände vors Herz. Großartig. Letzte Runde, Sonnengruß A. Atme ein, heb die Hände nach oben und aus, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, heb die Brust, halbe Vorwärtsbeuge und aus, bring die Hände zu Boden, steig oder spring in den Yoga-Liegestütz. Atme ein und aus, senke über die Knie oder halb ins Chaturanga. Atme ein, komm in die Kobra oder den heraufschauenden Hund. Beim heraufschauenden Hund sind die Oberschenkel weg vom Boden. Und atme aus, herabschauender Hund. Wieder für 3 Atemzüge hier. Dann atme ein, steig oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang und aus, ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben und aus, Hände vors Herz. Wunderbar. Wir machen direkt weiter mit Surya Namaskar B. Atme ein, beug die Knie, heb die Arme nach oben, komm in den Stuhl, Utkatasana. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und aus, steig oder spring zurück, Yoga-Liegestütz. Atme ein hier und aus, sink über die Knie oder halb ab ins Chaturanga. Einatmen, Kobra oder heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Achtung! Atme ein, bring deinen rechten Fuß zwischen die Hände, heb die Arme nach oben, Krieger 1. Ein Atemzug hier und aus, Hände zum Boden, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Komm tief, ganz oder halb. Atme ein, heraufschauender Hund und aus, herabschauender Hund. Atme ein. Bring deinen linken Fuß zwischen die Hände, heb die Arme nach oben, Krieger 1. Halte einen Atemzug und atme aus, bring die Hände zu Boden, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Senk nun ab, ganz oder halb. Atme ein, heraufschauender Hund und aus, herabschauender Hund. Sehr gut. Wir bleiben wieder für 3 Atemzüge hier. Schau, dass du deinen Atem wieder etwas beruhigst und so weit gehst, wie es sich für dich gut anfühlt. Atme ein, steig oder spring nach vorne zwischen deine Hände, halbe Vorwärtsbeuge und aus, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, beug die Knie, heb die Arme über den Kopf, Utkatasana. Und aus, steh auf, Hände vors Herz. Runde 2. Einatmen, beug die Knie, Arme nach oben, Utkatasana. Und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, steig oder spring zurück. Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Atme ein, bring deinen rechten Fuß zwischen deine Hände, heb die Arme, Krieger 1. Halte kurz. Und ausatmen, senk die Hände ab, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Komm tief, ganz oder halb, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Bring nun deinen linken Fuß zwischen deine Hände, heb die Arme nach oben, Krieger 1. Und
und atme aus, Hände zum Boden, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Senk dich ab, ganz oder halb, Chaturanga. Atme ein, heraufschauender Hund. Und atme aus, herabschauender Hund. Bleibe auch hier wieder ruhig für 3 tiefe und genüssliche Atemzüge. Vielleicht sind deine Fersen nun fast schon am Boden. Wenn nicht, ist das völlig in Ordnung. Konzentriere dich nur darauf, sie in diese Richtung zu bekommen. Wunderbar. Atme ein, steig oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, beug die Beine, komm in Utkatasana. Ausatmen, streck die Beine, Hände neben den Körper. Letzte Runde. Atme ein, Utkatasana. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, Hände zu Boden, steig oder spring zurück. Und wenn du kannst, direkt in deinen Chaturanga. Atme ein, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, bring den rechten Fuß zwischen deine Hände, heb die Arme nach oben, Krieger 1. Und ausatmen, Hände zu Boden, steig zurück. Einatmen hier und ausatmen, komm tief, ganz oder halb. Einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Bring nun dein linkes Bein zwischen deine Hände, heb die Arme, Krieger 1. Atme aus, bring die Hände zurück zum Boden, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Komm tief, ganz oder halb, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Großartig. Drück deine Hände aktiv in den Boden. Dein Rücken ist ganz lang, deine Brust drückt in Richtung deiner Füße. Genau so. Atme ein, steig oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang. Und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, beug die Knie, Utkatasana. Und ausatmen, streck die Beine und bring die Hände vors Herz. Super gut. Ich hoffe, du bist nun gut vorbereitet für was auch immer du jetzt vorhast. Schenk dir selbst ein Lächeln und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.